So, heute gucke ich mir mal wieder an, welche Rust-Items es im Store gibt. Und ich bin vollkommen schockiert. Also wirklich, wirklich schockiert. Dieser Hoodie. Ja, donate charity. Ja klar, Water, bla bla bla, aber trotzdem 8 Euro. Alter, 8,75 € für diesen Hoodie. Oh mein Gott, nein, niemals in 1000 Jahren nicht. Oder hier diese Charity Rust Cap, die können Sie sich also für 2 Euro oder 4, 4,40 € für diese wundervolle Rust Box. Alter Walter, ist mir scheißegal, ob die das spenden. Das ist einfach nur vollkommen crazy, vollkommen überdreht. Also, ja, da muss man nichts mehr zu sagen, die Preise. Die Pants für 90 Cent, das geht noch hier und das 90 Cent ist auch okay. Die Bone Axe, oder die Bone Dragon Hatchet meine ich, die werde ich mir gleich kaufen. Weil ich noch keine Steinaxt habe. Aber alles andere ist vollkommen überteuert. Oh mein Gott. Da werde ich definitiv einfach mal nichts von kaufen. Außer diese Hatchet. Weil, nö. Nö, nö. Also da bin ich dann doch sogar ich ein bisschen zu geizig für. Die Hatchet sieht nice aus. Wenn sie irgendwann mal lädt, dann sieht sie bestimmt nice aus. Ja, auch die sieht wirklich gut aus. Die kann man auf jeden Fall. Die ist geil. Gut, 1,75 ist auch ein bisschen Kohle, ne? Aber ja, ist nicht so wild. So eine Axt wollte ich schon immer mal haben. Also werde ich mir die ziehen. Also meines Erachtens lohnt sich, außer diese Axt hier lohnt sich diesmal nichts im Item Store zu kaufen. Ja, okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann.